Wenn ihr ein neues FIFA 20 haben wollt, geht auf inema.com, holt euch zweimal 30 Euro PSN-Karte und einmal eine 20 Euro PSN-Karte. 80 Euro PSN-Guthaben und ihr zahlt weniger als 63 Euro. Nehmt den Code Chappy dazu, bekommt noch 3% da drauf. Leute, es lohnt sich absolut. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe ganz viele News über das neue Modern Warfare für euch und ich werde das versuchen, so neutral zu halten wie möglich, aber ich werde zu den einzelnen Punkten natürlich auch meine Meinung äußern, aus dem einfachen Grund, ihr wisst ja, dass ich sehr, sehr skeptisch aktuell bin und ich will euch das nicht versauen und wenn ihr Bock auf das Game habt, ist das auch super. Ich bin, glaube ich, der Letzte, der sich nicht freuen würde, wenn ich einfach nicht recht hätte und das Spiel gut wird. Aber es gibt so ein paar Infos heute, die kriegt ihr alle relativ absolut von Gaming Revolution. Der hat ja, das habe ich euch letztes Mal schon gesagt, eine relativ sichere Quelle bei Infinity Ward anscheinend und war mit seinen Leaks über Modern Warfare genauso wie über Zombie in Black Ops 4 bisher sehr, sehr genau. Das erste, was wir bekommen haben, es geht ja unter anderem darum, wie viele Maps haben wir überhaupt zur Verfügung ab Launch. Und so wie es aussieht, werden das noch nicht so viele sein. Wir kriegen 3 Ground War Maps, 7 Maps für den 2 gegen 2 Gunfight Modus und ich weiß, dass ganz viele von euch den bisher irgendwie am besten fanden. Und 10 Maps gibt es für die normalen Modi. Ich vermute, dass es dabei darum geht, dass man sagt, die normalen Modi sind 6 gegen 6, 10 gegen 10, vielleicht 20 gegen 20. Den gab es ja in der Alpha, als die Jungs nach LA eingeladen worden sind. Und wie ich euch immer wieder sage, wenn ich was aufnehme, klingelt mein Handy. Das sind jetzt erstmal nicht so viele Maps, vor allem die Gunfight-Maps werden wir nicht in den normalen Modi sehen, weil die zu klein sind. In den Ground War-Maps werden wir die großen Maps nicht sehen, weil die sonst zu groß sind. Man muss abwarten, was dabei herauskommt. Das Problem ist, wir haben 4 verschiedene Maps in der Beta gesehen und dazu hatten wir 3 verschiedene Maps, die im Prinzip nur im Nachtmodus sind. Das heißt, summa summarum, in den normalen Modi, was der Kern von Multiplayer sein soll, haben wir am Ende vielleicht 4 oder 5 neue Maps, die zum Launch dazukommen. Vorteil bei dem Ganzen ist, was man aktuell sagen muss, wir haben immerhin nicht das Problem, dass bei den 10 Maps, die jetzt im Launch dabei sind, automatisch schon welche dabei sind, die wir schon kennen, also Remakes, das war ja in Black Ops 4 so. Da werden noch welche dazukommen, da werden noch Remakes dazukommen, ich habe immer mal Standoff gehört, ob das so ist, weiß ich nicht, Raid eventuell. Wir werden es sehen, wäre auf jeden Fall ganz nett, man muss gucken, ob sie jetzt vielleicht Maps aus anderen CODs nehmen, also aus Treyarch Games oder Sledgehammer Games, da müssen wir abwarten. Erstmal ist es nicht so viel, aber besser als gar nichts. Dazu kommen jetzt die nagelneuesten Infos, wie das Prestige-System aussehen wird und auch da muss ich euch ganz ehrlich sagen, skeptisch, um ehrlich zu sein. Es wird wohl ein anderes Prestige-System sein als das, was wir bisher kennen oder in anderen CODs gesehen haben. Das heißt irgendwie 10 Prestiges, man geht bis Level 55, dann Prestige man, kriegt einen Token, alles wird zurückgesetzt und irgendwann ist man bei Prestige 10, Level 1000 und ist Prestige Meister. So wie es aussieht, wird es dieses Mal so sein, dass das Ganze nicht so läuft, sondern Season-abhängig. Also ähnlich wie bei Fortnite, wo man 2 Monate eine Season hat, der gesamte Fortschritt wird resettet, man ist sozusagen auf Level 1 und muss sich alles wieder neu erspielen. Da bin ich überhaupt gar kein Fan von. Ich bin jemand, der immer Prestige bei einem neuen COD, der immer bis Prestige-Meister spielt, das ist bisher immer so gewesen. Wenn ich jetzt dazu gezwungen werde, alle 2 Monate oder alle 6 Wochen, wie lange auch immer eine Season geht, neu zu starten, um alles neu freizuschalten, dann sieht das schon wieder wie, ja, wie so ein typischer Activision-Move aus. Man wird wahrscheinlich so eine Art Season-Pass mit einfügen, der einem dann die Möglichkeit gibt, dann noch ein paar andere Sachen freizuschalten, also Camos, Skins, Sticker, alles Mögliche. Braucht keiner erwarten, dass sie das nicht machen. Wenn das wirklich so kommt, wäre das absolut, absolut grausam und schrecklich. Ich möchte nicht alle 4 oder 6 Wochen dazu gezwungen werden, meinen gesamten Fortschritt auf Null zu setzen. Wir werden abwarten müssen, ob das so kommt. Auf jeden Fall, das Prestige-System wird ein anderes sein als das, was wir bisher kennen. Würde zumindest ein bisschen dazu passen, dass sie ja gesagt haben, dass der Multiplayer, genauso wie der Spec Ops, genauso wie der Kampagnenmodus am Ende alles dafür beitragen soll, dass man prestigen kann und leveln kann. So dass sie sagen, hey, es ist vielleicht für euch umständlicher, ihr müsst immer von vorne anfangen, aber ihr könnt es ja in verschiedenen Modi machen. Das ist bisher noch nicht 100% sicher, wie es am Ende aussehen wird. Gaming Revolution hat nur gesagt, denkt seasonal bzw. seine... ja, wie soll ich sagen, seine Quelle bei Infinity Ward. Also Jungs, das wird auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich weiß, viele von euch sind davon nicht begeistert. Abwarten, wie es kommt.
Dazu haben wir neue Infos bekommen zu dem Thema Weapon Camos, wie die aussehen werden. Und tatsächlich wird es so sein, in alten Infinity Ward Games hat man es ja bisher eigentlich so gehabt, dass man da eine Gold Camo für die Waffen freischalten konnte und das war's. Es wird dieses Jahr tatsächlich eine Art Dark Matter geben, aber denkt bitte nicht dran, dass diese Dark Matter Camo so aussieht wie in Black Ops 4. Das war nämlich, muss ich ganz ehrlich sagen, die beste Dark Matter Camo, die jemals in einem COD drinne war. Allein die reaktiven Tarnungen, die einfach sehr, sehr cool aussahen. Da muss ich sagen, da waren die wirklich gut. Das war wirklich gut durchdacht. Das wird es so hoffentlich nicht in Infinity Wars Game geben, also in Modern Warfare. Aber es wird schon in die Art gehen, dass man wirklich was Schönes für die Waffen erspielen kann. Natürlich könnt ihr euch auch darauf gefasst machen, wir kriegen insgesamt über 42 Waffen bei Release von dem Game. Das ist wirklich nicht wenig, damit kann man absolut arbeiten. 42 Waffen dazu, wenn noch neue Waffen dazukommen, das gefällt mir absolut. Auch da ist aber wieder abzuwarten, wie viel sind davon wirklich, wie viel sind Shotguns, wie viel sind Snipergewehre, wie läuft das nachher mit den Aufsätzen? Kann man die Aufsätze aus den Supply Drops, die kommen, irgendwie rausziehen, dass die dann besser aussehen? Wird es vielleicht sogar Aufsätze geben, die nicht nur besser aussehen, sondern dazu auch noch irgendwie die Stats verändern? Ich hoffe es nicht, ich glaube es nicht, aber abwarten sollte man trotzdem. Ein Thema, was mich wirklich mehr als nur nervt und ich kann es nicht nachvollziehen, ich weiß nicht warum. Leaderboards werden am Anfang des Games zu 99% noch nicht fertig sein. Es wird Leaderboards geben, so wie man sie ungefähr kennt. Nicht mit diesem Scheiß in der Companion-App, die nicht funktioniert und wo man jedes Mal Smartphone erstmal in die Hand nehmen muss. Aber Leaderboards werden auf jeden Fall dazukommen. Ich kann nicht verstehen, warum man bei einem Game, was 3 ununterbrochene Jahre Entwicklungszeit hatte, es nicht hinbekommt, zum Release funktionierende Leaderboards einzufügen. Aber wie kriegen sie immerhin überhaupt? Wirklich, ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Es gibt für mich keinen Grund, dass man bei Leaderboards irgendwie länger braucht als alles andere, um die einzufügen. Das ist jetzt keine Neuheit. Und mittlerweile, das ist etwas, was mich sehr stört, müssen wir als Community ja schon um Dinge betteln und hoffen, die in anderen Games seit 10 Jahren absoluter Standard sind. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass dieser Lebenszyklus von COD, jedes Jahr ein neues, einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Es funktioniert nicht mehr aus dem einfachen Grund, dass die Dinge nie fertig sind, wenn das Game rauskommt. Es kommen immer mit den nächsten Updates, den nächsten Wochen, Monate, die neuen Sachen, die eigentlich bei Release schon dazugehören. Und am Ende sitzt man dann da und wundert sich, warum nach 8 Monaten kaum noch einer spielt, obwohl coole Sachen mit eingefügt worden sind. Dazu auch etwas, wo... Also ich weiß, dass viele von euch Suchen und Zerstören spielen und ich weiß, dass viele von euch das sehr, sehr gerne spielen und ich weiß, dass auch viele von euch genauso wie ich ein sehr gutes Headset habt. Wenn jemand von euch kein gutes Headset habt, guckt mal unten in die Videobeschreibung, da ist es direkt verlinkt. Ich kann euch nur empfehlen, nehmt das Turtle Beach, das Astro A50 ist super, aber ich schwöre euch, das kostet 250 Euro aktuell. Das Turtle Beach, mit dem ich spiele, seit 3 Jahren, das kostet 60 Euro bei Amazon. Und wenn ihr mich fragt, ist es das beste Headset aktuell auf dem Markt für die Preiskategorie. Wenn ihr also ein gutes Headset habt und auch gerne einfach leise seid, Totenstille wird kein Perk sein. Und Infinity Ward plant auch nicht, Totenstille als Perk mit ins Game zu nehmen. Ihr werdet eure Fußschritte die ganze Zeit hören, genauso wie die von Gegnern, genauso können Gegner eure hören. Vor allen Dingen in Modi wie Suchen und Zerstören ist das der absolute Worst Case. In Respawn Games, TDM, Herrschaft, Abschluss bestätigt, Stellung ist das alles irgendwie machbar und in Ordnung. Aber in Sachen wie Suchen und Retten, Suchen, Zerstören ist das die absolute Hölle. Totenstille wird kein Perk sein, sondern eine Feldaufrüstung. Das heißt, ihr könnt ja immer eine Feldaufrüstung nehmen, das habt ihr ja auch in der Beta wahrscheinlich alle gesehen. Da müsst ihr dann genau überlegen, ob ihr Totenstille haben wollt, ob ihr diese mobile Deckung haben wollt, ob ihr da Stopping Rounds haben wollt, dass eure Kugeln ein bisschen mehr Schaden machen. Ich bin kein Fan davon, ich bin nicht begeistert davon. Ich weiß auch nicht, warum Dinge immer geändert werden, die normal funktionieren oder die sich so nicht gehören. Wenn es nach mir ginge, sollte es in einem COD überhaupt gar keine Fußschritte-Geräusche geben, weil ich der Auffassung bin, dass das einfach komplett unnötig ist. Wir werden abwarten, warum. Vielleicht kriegen wir noch ein Statement von Infinity Ward, warum sie sich dafür entschieden haben. Ich bin auf jeden Fall kein großer Fan davon.
Das letzte, was für uns vielleicht noch wichtig ist, wir werden ganz, ganz, ganz viele neue Modi kriegen, die wir so noch nie gesehen haben. Wie die sich spielen, kann ich aktuell nicht sagen, aus dem einfachen Grund, dass wir sie bisher noch nicht gesehen haben und auch keine Leaks dazu sind, wie die Modi tatsächlich aussehen. Die Namen davon sind schon bekannt. Ihr könnt bei Gaming Evolution gerne auf Twitter vorbeigehen, der postet da auch jeden Tag was. Wie es am Ende aussieht, ich weiß es aber nicht. Und dazu das letzte, bevor das hier mit einem Like von euch und einem neuen Abo, falls ihr neu auf dem Kanal seid, hoffentlich abgeschlossen seid, übrigens 94 Kills in und Kill Confirmed, kann man mal machen. Wir bekommen zum Release noch keine DLC-Sachen. Alles, was an Waffen in den Kisten nachher drin sein wird, wird erst 4 bis 6 Wochen später kommen. Das heißt, wenn ihr das Spiel startet und da sind noch keine Schwachsinnssachen, die man kaufen muss oder kann, denkt noch nicht, dass der Kelch an uns vorbeigegangen ist. Das Ganze wird erst dann an uns vorbeigehen, wenn wir es ein Jahr gespielt haben und nichts dazu kam. Seid vorsichtig bei dem Ganzen, ich bin wirklich sehr, sehr skeptisch, dass wir da nicht nochmal übers Ohr gehauen werden, aber wir werden es letzten Endes dann sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr habt alle Infos bekommen, die ihr wollt, ich bin raus, haut rein.